Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei Schwitzi of the Week. Es ist so unglaublich scheiße heiß da draußen und hier bei mir drinnen. Ich glaube, ich muss mal meine Klimaanlage wieder anwerfen, weil wie ihr sehen könnt, es ist im Schweiße meines Angesichts. Nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle sagen, zum allerersten Mal wurde dieses Replay ausgewählt von meiner neuen Helfer-Elfe. Der, die das Silberzwiebel, hat sich nämlich bereit erklärt, mir auch hier nochmal unter die Arme zu greifen. Nachdem er ja schon meine Streaming-Highlights in einer wunderschönen Art und Weise im Best of Grummel zusammenfasst, schafft er es jetzt auch noch, irgendwie die Zeit aufzubringen, um für mich aus den Replays ein geiles Replay rauszusuchen. In seinem allerersten Replay, in seiner Entjungferung, hat er mir ein Replay rausgesucht von Benzo 2 vom Clan Xipe, gespielt im WZ 132. Und ich bin gespannt, was aus diesem Replay wird. Wir gucken es uns wie immer gemeinsam an. Na, dann wollen wir doch mal reinschauen. Benzo 2 vom Clan Xipe unterwegs im 132er auf Redshire Begegnungsgefecht. Begegnungsgefechte sind natürlich immer was ganz Besonderes, weil sie die Fahrtwege der Panzer natürlich auf eine dramatische Art und Weise ändern. Während normalerweise hier hinten so das absolute Heavy-Tank-Gebiet ist, fährt der gute Benzo 2 jetzt hier lang, weil sich die Heavy-Tanks wahrscheinlich eher Richtung Base bewegen werden, denke ich mal. Und außerdem ist der gute Mann Top-Tier. Oh, Bad-Chat, Achtung, Bad-Chat, 12 Tonnen. Ah, jetzt hat man natürlich Probleme mit der Gun-Depression hier an der Stelle. Oh! Daneben. Benzo fährt mit verbesserten Rationen, keinem Feuerlöscher am Start. 25 APCR ist für den Panzer auch eine angebrachte Sache, denn er hat natürlich ein paar Penetration-Probleme mit 189 auf Tier 8. Ist das schon mal übel, wenn du dann in den Tier 10er Kampf kommst, gerade als Light Tank, dann ist das natürlich ätzend. Nach der ersten Scouting-Runde hat sich Benzo wieder nach hinten fallen lassen und wird jetzt wahrscheinlich dann doch die andere Seite anspielen. Oder vielleicht einfach rein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier überall Katzenhaare rumfliegen, du. Meine Katzenhaare nehme ich wie Sau, dadurch, dass wieder Sommer ist. Und ich habe überall durch den Schweiß pappen diese Katzenhaare mitten in der Fresse. Ist echt ein bisschen... Ja, weißt schon was. Ja, weißt schon Bescheid, ne? So, Benzo, dann zeig mal was. Hat sich hier auf den Standard-Sniper-Hügel positioniert, möchte ich mal sagen. Auch der zweite Schuss geht leider erstmal daneben. Ja, E25 ist halt auch so eine kleine, flache Mistmade. Den zu treffen ist immer gar nicht so leicht. Aber zumindest braucht er keine APCR, so viel steht fest. Und von rechts nähert sich ein VKD hier an der Stelle. Da muss man eventuell auch mal ein Auge drauf werfen. Da ist denn andere... Ah, nee, da war nichts möglich. Da konnte er definitiv nicht schießen. 1:4 im Augenblick der Spielstand. 3 Artilleries übrigens auf jeder Seite, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Oh, schön 59-16 in den Arsch. Oh, 400... Wie geht das denn? Das war doch kein 400er Roll, da muss irgendjemand anders ihn auch noch getroffen haben. Wäre mir neu, wenn der WZ einen 400er Roll hinkriegt. Wow, nice. Schöner Treffer da auf die Entfernung, auf ein bewegtes Ziel. Mich würde sehr interessieren, mit was für einer Maus-Sense der gute Benzo unterwegs ist. Das sieht für mich nach einer sehr, sehr langsamen Maus-Speed aus. Wenn ihr seht, wie das Fadenkreuz hinterher geht, dann sieht das tatsächlich für mich so aus, als ob er einen sehr langsamen Maus-Speed hat. Was ja zum genauen Aimen definitiv hilft. Boah, schade. Eigentlich ganz gut geaimt. Oh, VKD direkt frontal. 4:7 im Augenblick der Spielstand. 2 Bad-Chat, 8er Light-Tanks noch irgendwo. Ah, die sind beide hier hinten erstmal relativ ungefährlich. Und Benzo macht jetzt hier weiter Druck auf den E25. Gemeinsam mit dem VKH. Beziehungsweise muss er zusehen, dass er auch Orke bounced. Der E25 bounced an seiner Kette. Oder schießt ihn irgendwie ganz ungünstig in die Ketten. Oha, Uni. Das Schöne an der Position, die Benzo hier spielt, ist natürlich, dass er mit seiner schönen Tarnung kann er hier durchaus gegen Heavy Tanks einen auf blinde Kuh machen. Funktioniert aber nur so lange, wie auf der... Oh, nice. Wie auf der Gegenseite hier nicht so ein Bad-Chat oder VKD ihn halt aufmacht für die Heavy Tanks. Krass.
Also das Aiming von Benzo, das ist heftig. Also wie gut er es schafft, tatsächlich mit der Maus immer der Bewegung des gegnerischen Panzers zu folgen. Das ist krass. Das spielt ja wirklich... Da könnte man fast den jungen Mann zu Counter-Strike schicken. 88 Punkte auf der Capzone übrigens. Deshalb glaube ich, sagt sich Benzo, dann muss ich jetzt doch mal... Oh nein, ein HP bleibt da stehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt hier richtig einfach reingejodelt. Aber was blieb ihm auch anderes übrig? Lustigerweise überlebt er das nicht nur, sondern er kriegt nicht mal irgendwie großen Treffer ab. Die Arti hat nun auch überhaupt keinen Bock mehr, mit seinem einen HP da mitzuspielen. Der VKM ist entweder... Der ist Pippi. Ja, der VKM ist Pippi 1. Ja, okay. Super easy. Das ist halt richtig gut gespielt von Benzo an der Stelle. Er muss natürlich auch... oh, Gottes Willen, Pippi. Wieder einmal muss ich an dieser Stelle leider sagen, liebe Leute, dass Pippi-1... Man hat schon am Nickname ein wenig, naja, das hast du Pippi in den Augen, hast du Pippi in den Händen, hast du Pippi vor der Kanone. Da läuft halt nichts bei dem Guten. Ja, ja, jetzt übertreibt man nicht, Benzo, Alter, hier. Mit 80 km/h gerade ausfahren und mit Auto-Aim nach hinten, ey, yeah. Ist schon klar. Krasses Aiming. Ja. Also das ist echt krass. Wow! Super schnell repariert an der Stelle. Also schnelle Finger hat er auch definitiv. Das ist halt echt heftig, wie sein Aiming funktioniert, ne? Das ist schon echt super krass. Ah, Arti ist wieder zugegangen. Aber er nimmt ihn natürlich trotzdem raus. Hat sich natürlich auch nicht bewegt, die Arti. Von daher war das jetzt ein schöner sechster Kill. Beide Artis raus. Zum Glück hat die Arti ihm auch nicht so viel Schaden gemacht. Die alte Arti hätte ihn wahrscheinlich gegrillt. Schade, dass es keine Kolobanov werden kann am Ende. Weil einfach noch zu viele eigene Kameraden am Leben waren. Da hinten kommt eine Oni. Der fährt da hinten quer. Das wird dem... Oh shit, der ging daneben. Ich wollte gerade sagen, das wird dem Uni richtig Spaß machen, da hinten quer zu fahren. Ja, richtig Spaß macht es. Ja, auf die Entfernung gegen den Uni ist natürlich schwer. Da seht ihr, dass selbst die APCR-Munition halt einfach nicht immer reicht, um den Panzer da frontal zu penetrieren. Da muss man halt schon eigentlich die Tittchen treffen. Bin mir gerade nicht sicher, warum er da nicht auf die Tittchen gezielt hat, sondern einfach auf die vordere Wanne. Aber man hat die Tittchen halt auch animationstechnisch echt nicht so gut sehen können. Ich finde das gut, was er hier spielt, dass er jetzt erstmal wieder Distanz zwischen sich und den Uni bringt, weil der Uni war volle Fahrt voraus in Richtung Benzo unterwegs. Und er holt sich jetzt hier erstmal Andy Ernst und Icke 82 RDR. Oder RDR. Ich krieg ein bisschen Movement Sickness, muss ich gerade gestehen, ja. Diese Light Tank-Fahrerei, die macht mich ein bisschen schwindelig. Ich werde halt einfach wirklich alt. Schluck Kappe. So, gut. Und du? Was passiert hier? Da ist der KV-85. Er ist halt geil. Er kann halt voll über View und Tarnung gehen. Muss halt nur den anderen noch finden. Aber solange die Gegner nicht cappen, kann Benzo halt wirklich... Wollte gerade sagen, solange der Gegner nicht cappt, kann Benzo halt einfach auf maximale Distanz spielen und gucken, dass er versucht, von außen die Gegner rauszusnipen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Irgendwie, irgendwo, irgendwann muss er dann in die Cap-Zone agieren. Aha. Oh, das ist jetzt natürlich riskant. Linker Hand der VK36. Hat ihn aber nicht aufgemacht. Das ist ein One-Shot.
Ja, richtige Entscheidung, denke ich mal, hier von Benzo, dass er sich jetzt erstmal den One-Shot gönnt. Vor allen Dingen weiß der nicht, was ihn erwartet. Da ist er. Nein, das ist der Uni, das ist der Falsche. Oh, ho, 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 ho. Oh, wo kam denn der Uni her? Oh, mein Gott. Aber er hat ihn jetzt natürlich seitlich. Nichtsdestotrotz, auch seitlich ist ein Uni nicht immer so easy zu penetrieren. Oh, wow. Oh, wow. Nimm den VK raus. Er steht jetzt nämlich so seitlich, dass der Uni ihn nicht treffen kann. Ha, er kriegt nämlich die Gun nicht weit genug runter. Oh, HE geladen. Warum war denn jetzt da eine HE drinne? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, warum da eine HE drinne war. Oh, stark gemacht. Und der Uni verkackt's. Der Uni verkackt's. Er hätte da jetzt rückwärts fahren müssen, um zu gucken, dass er ihn rammt. Mann, Uni, du musst ihn doch nur rammen. Du musst ihn doch nur einmal kurz antippen. Ja, der Uni hat's halt nicht. Ich will jetzt nicht über Nicknames lästern, aber Tomi28 ist doch auch schon wieder so ein... Nein. Ich weiß, diese Nickname. Raus. Ja. Raus. Einfach rausgeknipst, den Uni. Einen kompletten, vollen Uni. Schön seitlich ausgespielt. Da hat er es richtig gut ausgenutzt. Vor allen Dingen, wie er es geschafft hat, sich zwischen den Uni zu bringen. Also, dass der Uni quasi zwischen ihm und dem VK war, so dass der VK nicht auf ihn schießen konnte und er dann sich hat rückwärts fallen lassen, um dann den VK rauszunehmen und der Uni war einfach nur hilflos an der Stelle, weil er halt seine Gun nicht weit genug runterkriegt. Eieieiei. Hier, hands up, Baby, hands up. Ich schwitze wie ein Stück Seife. Nur noch Andy Ernst in der Cap Zone. Ja, dem muss doch noch irgendwie möglich sein. Ist ja nur ein KV85. Das war, glaube ich, auch ein One-Shot, wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich, glaube ich. 5332 Damage bereits von Benzo. Kann man mal machen. 5000 Damage im Light Tank. Ja, ja. Light Tank balanced. Top-Tier Tank. Da ist der KV85. Hat ihn auch auf. Andy Ernst, ist dein Ernst? Oh, der ging daneben. Der ging daneben. Ich frage mich, ob er jetzt da vorne raus an den Busch fahren kann, um den KV85 zu spotten. Sollte eigentlich von der Tarnung her funktionieren. Jupp, funktioniert auch. Alle Zeit der Welt, 40 Sekunden, sauber. Und jetzt merkt Andy Ernst, okay, das wird so nicht laufen. Ich muss was tun. Benzo natürlich, seinerseits, muss zusehen, dass er wieder Distanz zwischen sich und den KV85 bringt. Weil auch wenn das nur ein 6er Heavy Tank ist, kann der ihn natürlich mit einem einzigen Schuss rausnehmen, falls er denn treffen sollte. Ja, oh. Macht der den auf die Entfernung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der KV85... Ne, nicht mal aufs offene Feld schafft es der KV85 da Benzo aufzumachen. Das ist halt ein bisschen traurig. Na, reicht das von... Ja, das reicht. Reicht von der Gun Depression. Ja, schön den Busch hier nutzen. Sauber. Niemals macht der KV85 ihn da auf. Benzo muss jetzt nur eine Position finden, von der er aus zielen kann mit der Gun Depression. Haut ihm da 214 rein. Geht jetzt auf. Ich weiß auch nicht, warum er da nicht einfach hinter dem Gebüsch stehen geblieben ist. Das hätte der KV85, glaube ich, nicht geschafft, ihn da aufzumachen. Zwei Schuss noch, Leute. Zwei Schuss. Jeder Schuss muss sitzen. Da kann nicht einer mehr daneben gehen, mein lieber Benzo. Jetzt aber mal ganz in Ruhe aimen. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Schuss. 120 HP noch beim KV85. Der lässt sich jetzt auch hinter den Hügel droppen. 1,40 auf der Uhr und nur noch ein einziger Schuss bleibt dem Benzo. Und er ist selbst auch ein One-Shot. Ich könnte hier mir einen Draw vorstellen. Er jagt jetzt über den Hügel, verschießt seinen Schuss und rammt ihn dann tot. Das wäre doch geil, oder? Das wäre mega geil. Das würde ich jetzt richtig feiern. Oh Gott. Er geht halt einfach rauf. Er geht halt einfach rauf. Und Andy Ernst kriegt es nicht mit.
Andi, ernst! Meine Güte! Werfen wir doch mal einen Blick aufs Gefechtsergebnis und sehen klar, Meisterabzeichen, Reddy Walters, Faddins Medal, Dumitrus Medal, weil er drei Artis gekillt hat, was heutzutage sehr, sehr selten vorkommt. Defender, Großkaliber, Top Gun. Insgesamt waren das 6515 Schaden im Tier 8er Light Tank. Davon klar ziemlich viel gesniped worden, ein bisschen was gedefft, ein bisschen was gespottet. Am Ende kam ein sehr teures Gefecht für den guten Xipe-Spieler bei raus, klar. Wer APCR nutzt, steht am Ende mit runtergelassener Hose da. Aber aus meiner Sicht ein richtig geil gespieltes Ding. Man hat sehr schön gesehen, wie Benzo immer wieder versucht hat, Distanz aufzubauen zwischen sich und den Heavy Tanks, damit er tatsächlich mit seinem WZ-132 seine komplette View- und Tarnüberlegenheit ausnutzen kann. Das Aiming von Benzo war sensationell, wenn man da gesehen hat, wie das Fadenkreuz mit den Panzern mitgegangen ist. Vielleicht schreit der ein oder andere da wieder Aimbot, ist mir aber egal. Ich fand, es sah richtig geil, Counter-Strike-skillig gespielt aus mit dem Aiming da auf die gegnerischen Tanks. Ich fand's super gut gespielt und ich fand's geil ausgesucht von dir, Silberzwiebel. Beide Daumen hoch für dein erstes Mal. Das war richtig geile Runde. Danke dafür und danke, liebe Zuschauer, dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach euren Daumen oben und euer Abo da. Dann geht's hier nächste Woche weiter mit einem weiteren Replay of the Week. Ausgesucht ab sofort von der Silberzwiebel.